Vielleicht ist dir ja schon mal aufgefallen, dass ich immer so ein bisschen laut denke, wenn ich die Matheaufgaben hier vorrechne. Und genauso möchte ich es jetzt auch machen, damit du so ein paar Tipps und Tricks mitbekommst. Sophie hat das Problem, dass sie einmal die 4800 durch 160 teilen möchte und die 4800 auch nochmal durch 80. Also einmal hier durch 160 und dann nochmal durch die Hälfte von 160 durch 80. Und wir sollen mal die Ergebnisse hier miteinander vergleichen. Fangen wir mal hier auf der linken Seite an. 4800 geteilt durch 160. Erstmal würde ich hier die eine 0 auf beiden Seiten streichen, weil das darf man, wenn der Dividend und der Divisor jeweils eine 0 ganz rechts außen in der Einerstelle stehen haben. Okay, gut, machen wir das erstmal. Das heißt, dieses Problem verringert sich jetzt hier um eine 0. Und das ist sehr schön, weil damit werden die Zahlen auch kleiner. Aber trotzdem sind die Zahlen immer noch sehr groß. Und jetzt kommt dieser Moment, wo ich meinte, ich rede jetzt einfach mal das, was ich denke. Und ich würde jetzt folgendermaßen vorgehen. Ich würde hier die 16 einfach mal zur Seite schreiben, also hier den Divisor, und plus 16 rechnen und gucken, was dann herauskommt. 16 plus 16 sind 32. Und dann würde ich schauen, ob diese 32 in diese ersten Stellen von diesem Dividenden hier hineinpassen. Ja, tun sie, aber die 48 ist noch nicht ganz ausgefüllt mit der 32. Also addiere ich auf die 32 nochmal 16 drauf und komme dann auf 6 und 2 sind 8 und 3 und 1 sind 4. Also dann komme ich auf 48 und zwar genau eben auf diese Zahl hier vorne. Wie viele 16 habe ich dafür gebraucht? Eine 16? Noch eine 16 und hier ist noch die dritte 16. Somit passt also die 16 dreimal in die 48. Hier steht aber nicht 48, sondern 480. Also muss ich die 0 von der 480 hier noch ins Ergebnis dazu schreiben. Kommt also 30 raus und das ist eben auch genau das Ergebnis von dieser Rechenaufgabe. Jetzt gucken wir mal auf die rechte Seite. Dort eben möchte Sophie nicht durch 160 teilen, sondern durch 80. Da gehen wir jetzt mal genauso vor wie auf der linken Seite. Erst einmal würde ich hier eine 0 streichen. Das heißt, die Zahlen werden auf jeden Fall schon mal kleiner und wir haben jetzt hier 480 geteilt durch 8. Das Ergebnis, was da rauskommt, ist genau dasselbe wie bei 4800 geteilt durch 80. Und vom 1x1 weißt du, dass die 8 6-mal in die 48 passen muss, weil 6-mal 8 sind 48. Wenn du das nicht genau weißt, musst du dir diese Zahlen nochmal zerlegen bzw. hier eine Nebenrechnung machen, so wie wir es auf der linken Seite gemacht haben. Also 8 plus 8 sind 16 plus 8 sind 24 plus 8 sind 32 plus 8 sind 40 und plus 8 sind 48. Und dann musst du zählen, wie häufig du die 8 hier verwendet hast. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal. Also muss das da sechsmal reinpassen. Aber hier haben wir nicht eine 48, sondern noch eine 0. Und deshalb muss hier auch die 0 noch mit ins Ergebnis. Diese beiden Ergebnisse vergleichen wir jetzt mal miteinander. Denn hier haben wir ja denselben Dividenden. 480 und hier auch 480. Aber wir teilen durch einen anderen Divisor. Wir teilen hier einmal durch 16 und einmal durch 8. Wir können also sagen, wenn etwas nur noch durch die Hälfte geteilt wird, verdoppelt sich das Ergebnis. Also hier haben wir mit der 16 30 rausgekriegt. Jetzt wird aber nur noch mit der Hälfte von 16 dividiert. Also bekommen wir das Doppelte im Ergebnis raus. Ist ja auch klar, wenn man sich mal vorstellt und überlegt, wie häufig die 16 in die 480 passt, dann ist das ja viel seltener als die 8 in die 480, weil die 8 insgesamt kleiner sind. Überleg dir mal eine Schüssel. In eine Schüssel passen eben, oder in einer Schüssel, die würde jetzt passen, 480 Kekse. 480 Kekse passen in eine Schüssel. Und wir haben jetzt hier einen Bund aus 16 Keksen und einen Bund aus 8 Keksen. Dann passen ja viel mehr Bünder aus 8 Keksen in diese Schüssel als eben Bünder aus 16 Keksen. Und genauso verhält sich das mit dem Ergebnis in dieser Division. Komm, das sind hier eine 21, eine zweite und eine dritte. Also schreiben wir diese Anzahl hier hin. 3 mal 21 sind 63. Die schreibst du jetzt genau unter die 83 und machst nochmal die Probe. Also 3 mal 21 sind...